Okay, wir sind inzwischen im Jahre 1980 entflohen. Wir sind im Jahre 2019 in der Bundesrepublik Deutschland und oh Wunder, es passiert etwas im Bereich Digitalisierung und Schule. Ja, es gibt sogar Computer an Schulen und das findet immer mehr Verbreitung. Und wenn man jetzt so ein bisschen Technik und Medientechnologie an der Schule hat, ist es okay. Es ist alles gut. Interessant wird es, wenn man die Schüler auf diese ganze Thematik loslässt. Was passiert dann? Dann bleibt keine Sicherheitslücke unentdeckt und Lehrer wundern sich, was da an Dingen passiert. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Neben mir steht Niklas. Er ist Schüler an einem Gymnasium hier in der Region von Karlsruhe. Die haben genau dieses Spiel durch. Die haben Medientechnik, somit mit elektronischem Whiteboard und Scanner und diesen ganzen Geschichten und Streaming und alles installiert. Und naja, und dann wurden halt die Schüler drauf losgelassen. Und Niklas wird ein bisschen erzählen, was da passiert ist, was sie getrieben haben, wie sie Pentesting ausprobiert haben, was man vielleicht auch lassen sollte als Lehrer. Als Lehrpersonal oder als Schulbetreiber, wie auch immer. Ja, Applaus für Niklas und habt Spaß. Ja, hallo auch, hallo von mir. Ich bin, wie schon gesagt, in Durmersheim hier in der Nähe an einem Gymnasium in der 11. Klasse. Genau, ich bin Schüler und Schülermedienmentor. Das sind auch hier ein paar hier. Der Matthias zum Beispiel kommt gerade und hier vorne sitzt auch ein Bewerber für die neue Schülermedienmentore. Genau, ich mache auch so ein bisschen Veranstaltungstechnik und Öffentlichkeitsarbeit bei uns in der evangelischen Kirche vor Ort und zu Hause halt so ein bisschen durch die Gegend hacke, genau. Mail und Twitter könnt ihr mich hier erreichen, wenn ihr Fragen oder Ähnliches habt und am Ende könnt ihr auch nochmal fragen. Genau. Worüber geht der Talk jetzt eigentlich? Die liebe Frau, die mir hier gerade die Anmoderation gegeben hat, hat es schon ganz gut zusammengefasst. Wir haben an unserer Schule so ein Team, das sich zusammen mit der Schulleitung und dem Medienteam bei uns an der Schule um die mediale Ausstattung kümmert und wie das so entstanden ist und was wir so tun und wie es in Zukunft weitergeht, möchte ich euch jetzt erzählen. Und zwischendrin gibt es dann noch ein bisschen Pentesting, das wir gemacht haben an so einem tollen chinesischen Streaming-Stick. Genau. 2016 kam eine Lehrerin bei uns auf uns zu, die macht Informatik, Physik, Mathe so ein bisschen, also so eigentlich perfekt und hat so ein paar Nerds von uns gefragt, ob wir die Ausbildung zum Schülermedienmentor am Landesmedienzentrum machen wollen. Das haben wir dann mal gemacht. Uns ist dann irgendwann zwischendrin, wir hatten so eher in Gedanke, dass es da jetzt um Computer und so geht und um Hard- und Software, Programmiere etc. Aber das war dann eher so Cybermobbing, Präventionsarbeit und Ähnliches. Das ist auch sehr wichtig, aber es war halt nicht so, was wir da im Auge hatten. Das haben wir dann eine Weile gemacht, haben wir die Ausbildung abgeschlossen erfolgreich und haben das dann an unserer Schule auch gemacht, haben so ein bisschen Präventionsarbeit in Klasse gemacht, hauptsächlich so 5., 6. Klasse im Basiskurs Medienbildung und haben dann auch gemerkt, dass leider die wirkliche Arbeit mit den Medien an unserer Schule größtenteils wegfallen ist. Irgendwann kam dann unser stellvertretender Schulleiter auf uns zu und hat uns so diese Easycasts gezeigt. Das ist das hier, nur halt ohne Gehäuse. Das ist so ein Streaming-Stick, wo man von Windows, Mac OS, Android und iOS über so gängige Streaming-Protokolle wie Miracast oder Airplay drauf streamen kann. An der Linux-Implementierung schrauben wir gerade noch so ein bisschen. Also das dürfte auch dann irgendwann kommen. Und genau. Wir haben dann halt so ein bisschen die Cyber-Streitschlichter gespielt bei uns an der Schule. Wir haben auch ein Streitschlichter-Team und haben halt bei Präsentationen und so Office-Zeug geholfen, wenn die Schüler nicht mehr weiter wussten. Genau. Es gab dann irgendwann so witzige Sachen, die dann passiert sind bei uns an der Schule.
Da hat ein Lehrer das WLAN-Passwort unter der Dokumentkamera im Unterricht eingegeben. Die Klasse hat es natürlich mitgeschrieben, wie man Schüler kennt. Das war auch eine 10. Klasse oder eine 11., das weiß ich gerade nicht mehr. Also die wusste auch, was ist WLAN und was macht man damit. Und da merkt man auch immer wieder, dass Schüler Internet wollen und schnelles Internet. Das ist bei uns nicht gegeben, dank der Telekom. Genau. Und Ergebnis Nummer 1 von diesem Vorfall war, über 200 unbekannte Geräte in unserem neu aufgebauten Mesh-WLAN an der Schule. Das hat unsere 50 Mbit Internetleitung von der Schule nicht so ganz stemmen können übers Country DSL in Durmersheim. Und das zweite Ergebnis war dann, dass der stellvertretende Schulleiter von unserer Schule so mal bei uns vorbeigeschaut hat, wart ihr das? Und wir so, nee, weil er hat uns so als die Nerds entwickelt, angesehen und sind wir auch. Und hat ein Versagen von Lehrerseite gleich mal ausgeschlossen. Genau, Spoiler-Alarm, wir waren es nicht und haben dann durch dieses Ereignis dann letztendlich viel mehr Verbindung zur Schulleitung bekommen und das hat dann auch letztendlich zu unserer aktuellen Tätigkeit, wie sie heute stattfindet, geführt. Genau, die zuständige Lehrerin von uns, die Frau Schorer, die wurde dann schwanger plötzlich und wir sind dann in die Aufsicht vom stellvertretenden Schulleiter übergegangen, der Herr Kress, der uns dann auch so gefragt hat, was wollt ihr denn machen, was habt ihr bisher gemacht, worauf hättet ihr Lust? Und da haben wir halt gesagt, wir wollen uns ein bisschen mehr um so wirkliche Computer kümmern und nicht so viel mit Menschen machen. Und dann haben wir uns halt mehr um Hard- und Software gekümmert, also um WhatsApp-Streits oder so. Und haben dann dadurch auch von Schulleitungsseite mehr Vertrauen gewonnen und sind dann immer mehr in den Bereich der medialen Entwicklung bei uns an der Schule eingespannt worden und haben auch dann irgendwann angefangen mitzuhelfen, didaktische Mittel zu erarbeiten und Methode durchzuführen im Unterricht und auch Schulungen von Lehrern durchzuführen. In a nutshell sind unsere Aufgabe halt, dass es immer so aussieht im Unterricht, dass Schüler und Lehrer immer smooth ohne Probleme an unserer Ausstattung arbeiten können. Genau. Jetzt nochmal so ein bisschen genauer, was wir überhaupt machen. Wie schon gesagt, wir kümmern uns um die Instandhaltung und Weiterentwicklung von unserer medialen Ausstattung bei uns an der Schule. Das ist hier dieser Visualizer, das ist so eine Dokumentkamera, die hat bestimmt jeder irgendwo schon mal gesehen. Den Nahdistanzbeamer, den man jetzt nicht sieht und der PC in jeder Medieneinheit und halt dieser tolle Streaming-Stick, über den es gleich noch ein bisschen gibt. Genau, wenn neue Lehrer oder Referendare oder Praktikanten an unsere Schule kommen, weisen wir die auch ein und bilden die auch weiter. Also da gibt es dann so eine Grundeinweisung über unsere Medientechnik und auch, genau, wenn es irgendwelche Fragen von Lehrerseite gibt, beantworten wir die auch gerne. In Zukunft wird es aufgrund der höheren Manpower, die wir jetzt haben, auch Workshops für Schüler und Schülerinnen gebe, wo wir denen erweiterte Word, Excel, PowerPoint, das Office-Gefrickel halt ein bisschen näher bringe. Und halt, wenn Schüler noch mehr Zeug wissen wolle, sind wir dafür dann auch da. Wir unterstützen und begleiten auch die Lehrer bei irgendwelchen technischen Fragen und Problemen, die nicht wenig sind bei uns. Die Lehrer bei uns sind jetzt auf einem Weg, dass jeder zweite Lehrer den Unterricht auf dem Tablet plant und durchführt und auch die Noteführung komplett auf dem Tablet macht. Wir haben jetzt auch durch das schulweite Lehrer-WLAN auch da den Lehrern bessere Möglichkeiten gegeben, das auch zu machen. Und einen Film von Netflix mit dem Tablet auf den Beamer zu streamen, ist bei uns eigentlich Alltag, Worte für viele Lehrer. Und das Witzige an der Sache ist, die jungen Lehrer benutzen die neuen Medien weniger als die ältere Lehrer, die in 5 Jahren in Rente geht. Das ist so ein bisschen paradox, aber bei uns ist es so. Wenn dann irgendwie eine Lehrerin, die 2 Jahre vom Pensionsalter ist, zu uns kommt und sich freut, dass sie immer mehr ihr iPhone auf der Beamer spiegelt und da extrem dran Spaß hat, ist das auch extrem cool für uns. Genau, es gibt da auch natürlich Facepalm-Momente, wo man sich denke, oh Gott, aber da muss man dann halt durch und kann da auch, denke ich, ganz gut dann auch weiterhelfen.
Das ist so ein bisschen Fachwörter, jongliere hier die Weiterentwicklung unseres didaktischen Medieneinsatzes. Also wir erarbeiten halt mit Lehrern und Schülern zusammen jetzt in Zukunft Methoden für den Unterricht, wie zum Beispiel, also einfach auf Deutsch gesagt, wie man Medien besser im Unterricht einsetzen kann und genau. Was bekommen wir dafür, fragt ihr euch bestimmt. Das ist so eine Sache, wie die, also die, denen Freifunker unter euch wird es bekannt vorkommen. Wir bekommen jetzt gar nichts eigentlich Materielles dafür. Ein Lehrer hat uns mal gefragt, ist ja nett, dass ihr das macht, aber was bekommt ihr eigentlich dafür? Und dann haben wir gesagt, wir machen es, weil wir halt Bock drauf haben und weil es uns Spaß macht. Und weil man da halt auch bei der Schulleitung ein extrem hohes Vertrauen, also weil uns die Schulleitung ein extrem hohes Vertrauen entgegenbringt, da wir mit Passwörtern oder Ähnlichem umgehen, die ein normaler Schüler nie zu sehen bekommen wird. Also wir sind da mit Privilegien ausgestattet, die teilweise schon bedenklich sind, aber wir gehen gut damit um, also ist das auch kein großes Problem. Wir kriegen auch extreme Einblicke in das Bleeding Edge von der Bildungstechnologie. Das, was ihr da vorher gesehen habt, diese Dokumentkamera mit einer Auflösung von 720p, ist das Bleeding Edge. Also wir sind ein bisschen hinterm Rest vom Markt, aber es ist halt nun mal so. Genau, wir haben jetzt auch schon ein, zwei Messe und Kongresse besucht. Wir waren jetzt in Oldenburg auf einer Bildungsmesse, wo andere aus unserem Team einen Vortrag gehalten haben oder einen Workshop für andere Lehrer. Und waren auch auf der LearnTech in der DM Arena, wo es um digitale Bildung geht. Wir waren da ein bisschen out of place als Schüler, aber es war trotzdem cool, mal so auf einer eigentlich Lehrer-only-Messe rumzulaufen. Und natürlich ganz viel Spaß haben wir auch bei unserer Arbeit. Wir machen das ohne großen Druck von der Schulleitung, aber trotzdem ist es passiert, dass wir mittlerweile, wenn irgendein Lehrer ein Problem hat, das in der nächsten Schulpause löse, ohne viel Probleme. Genau. Jetzt kommen wir zu dem tollen Streaming-Stick, von dem ich schon so oft geredet habe. Das ist der EasyCast. Ist auch so easy zu benutzen, wie der Name suggeriert. Sieht so grob so aus. Das ist jetzt das Pro-Modell, auf das wir jetzt umsteigen werden. Warum, sage ich gleich. Aber das Standardmodell, da gab es kein richtig transparentes Bild und deswegen habe ich jetzt das Pro genommen. Diese Grafik hier erklärt ganz schön, warum oder den Gedankeprozess, den wir gehabt haben, wo wir die Sticks ausgesucht haben. Es gibt von großen Firmen wie Epson, Brother, die halt Beamer herstellen, gibt es prioritäre Lösungen, die funktionieren aber dann meistens nur mit Windows oder nur mit macOS oder nur mit Android. Und wir wollten halt einfach in unserer Schule eine Bring-Your-Own-Device-Kompatibilität gewährleisten. Mit Linux gibt es noch nicht so viele Leute an unserer Schule, aber vielleicht ändert sich das mal noch. Genau. Und deswegen sind wir dann, und die sind auch alles sehr, sehr teuer. Also da spreche ich mal von 100 bis 300 Euro pro Beamer, pro Raum. Und wir haben grob 40 Räume, also Klasseräume, wo keine Fachräume sind mit spezieller Ausstattung. Und deswegen war Preis auch auf jeden Fall ein Punkt, den man beachten musste. Der hier kostet jetzt, glaube ich, je nachdem, wie, wo man es kauft, bei Amazon, glaube ich, 30 Euro, so rund immer plus minus 2-3 Euro. Und das war da eigentlich für uns auf den ersten Blick die beste Wahl. An dem Auswahlprozess waren wir nicht beteiligt, das war noch außerhalb uns, da waren wir noch die Streitschlichter. Genau. Ich habe ja schon erwähnt, dass der so ein bisschen unsicher ist und dass wir auch ein bisschen Pentesting bei dem Betriebe haben. Das ist, genau, also er hat ganz viele Sicherheitslücken. Allein wenn man den bei Google eingibt, ist der zweite oder dritte Sucheintrag ein PDF von der Checkpoint-Sicherheitsfirma, wo die mal auf der ersten Blick ein paar Sicherheitslücke, Remote Code Execution und so gefunden haben, wo man mit der Ohren schlackert. Da läuft so ein uralt Linux drauf mit einer Busybox, die seit 2012 nicht mehr geupdatet wurde oder so. Und also ein Paradies. Hat auch natürlich eine Serial UART-Schnittstelle mit einer Root-Shell drauf. Da ist zwar ein Passwort drauf, aber das kann man ganz einfach aus ETC Shadow einfach auslesen, weil die Firmware ist über ein praktischer API natürlich verfügbar. Da kann man dann auch immer die neueste Version abrufen, wenn eine neue da ist. Genau. Weiteres ist, dass das WLAN-Passwort vom Hersteller ist noch in der Firma enthalten. Also wenn irgendjemand mal in Shenzhen unterwegs ist, kann ich ihm das gern zukommen lassen, wenn der da Internet braucht. Das ist hardcoded in der VPA Supplicant drin. Also der Hersteller ist da um Sicherheit auch nicht so arg bemüht.
Und manchmal, es scheint zufällig, läuft noch ein GDB-Debugging-Server, wenn man das Gerät neu startet, aber das ist erst ein, zweimal vorgekommen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das irgendwie intentional ist oder nicht. Das nächste, das erste, was mir an dem Teil aufgefallen ist, wo ich mir das in der Mittagspause in der Schule mal angeguckt habe, das hat WPS. Und dann der nächste Facepalm-Moment war WPS mit PIN 1234. Also man kann sich's auch, man kann es Hackern auch viel zu einfach machen. Der Stick macht nach einem Neustart, spielt er über die HDMI-Source aus so einen lustigen Ton aus. Den kann man natürlich ändern. Da hat man praktischerweise die Start.mp3 in einem Ordner liege. Genau. Der Bridge des Hosten, also der macht so ein WLAN-Netzwerk, da können Geräte reingehen und dann so streamen, wie sie wollen. Und das ist natürlich durchgebridged ohne eine Firewall ins Netzwerk vom Endbenutzer. Das ist auch praktisch, dass sein ultrasicheres WPS-WLAN einfach ins Mesh-WLAN von unserer Schule rüberbridged. Die Ausgabe aus dem HDMI-Interface, ich wollte es eigentlich demonstrieren, aber die Demo läuft nicht, hat so 10, 12 Adobe Flash Player Layer übereinander gelegt, die dann das User-Interface machen auf dem Beamer, also richtig obskur. Genau. Alle Kommandos und Prozesse sind als Root ausgeführt, das ist auch so eine Best Practice, wenn es um Security geht. Und aber wenigstens holt er sich die Zeit über NTP, also da haben die Chinesen was Gutes gemacht. Und bei Neustart, das ist das Beste für die Schüler, da hat man wieder die These, Schüler wollen WLAN und wollen es jetzt. Wenn man das Ding neu startet, wird auf dem Beamer natürlich das Passwort von diesem eigenen WLAN angezeigt. Also das ist auch super. Deswegen steigen wir jetzt auch auf den EasyCast Pro um, weil der hat dieses Problem nicht mehr. Da kann man es dauerhaft ausblenden. Wie geht es jetzt bei uns weiter? Also wir haben jetzt 3 aus unserem Team von 5 verlassen uns jetzt, weil die mit ihrem Abi durch sind. Deswegen haben wir neu rekrutiert, zum Beispiel der Tim hier in der zweiten Reihe ist auch einer von der Rekrute. 28 Leute, eine Frauquote von 21%, die lässt sich natürlich noch verbessern, aber wir sind guter Dinge, dass die Mädels da auch ihren Spaß dran haben. Wir haben dadurch eine neue Teamstruktur, weil aktuell haben wir ein relativ kleines Team von 5 Leuten und müssen da auch ein bisschen überdenken, wie es jetzt dann in Zukunft aussieht. Und haben dann jetzt auch, können mehr Arbeitsbereiche abdecken durch die mehr Manpower, die wir auch haben. Wir werden dann auch Schülerworkshops anbieten und haben jetzt auch einen Slack, weil wir so viele Leute sind. Unser stellvertretender Schulleiter ist begeistert davon. Genau, jetzt noch eine kleine Info meinerseits, vielleicht ein bisschen Werbung. Am Ende November ist bei uns am WHG in Durmersheim so ein kleiner Infotag zum Thema Medien in der Schule. Wer da vorbeischauen will, ist herzlich dazu eingeladen und der Termin gibt es dann auf, bei uns auf der Homepage vom WHG, whg-dommersheim.de. Genau, jetzt noch ein paar Dankeschöne an unseren stellvertretenden Schulleiter Thomas Kress, die Alexandra Schorer, das ist die Lehrerin, die das initiiert hat, der Matthias Lübbers, der das jetzt mit mir gerade schmeißt alleine, den GitHub-Benutzer C3C, der vor mir schon ein bisschen Debugging von dem Ding gemacht hat und hat natürlich Checkpoint Security, die mit ihrem PDF da auch eine gute Basis gesetzt haben, genau. Und jetzt hat noch irgendjemand Fragen? Da kommt die Frau mit dem Mikrofon. Also ich finde erstmal toll, wie krass weit ihr da schon seid. Klar, wir haben auch ein ähnliches, aber etwas anderes Whiteboard-Konzept. Aber so von der Schüler-Lehrer-Interaktion sind wir noch ganz nicht so weit. In Bayern ist erstmal Generalverdacht. Und die Frage ist, wie hat sich das so unter den Lehrern etabliert, so dass sie euch auch vertrauen da und du hast ja auch gesagt, dass ihr, also wie habt ihr diese Vertrauensbasis da so bekommen? Ist es nur mit dem Stellvertreter gelaufen oder? Also weil ich spiele jetzt auch so IT-Support überall, aber die würden mir nie so ein bisschen weitergehen und ich überlege jetzt halt schon eine längere Weile, ob ich halt nicht mal eine bessere wirklich eine echte Vertretungsplan-App mache. Dazu müsste man aber den komplettes System umbauen, das fänden wir nicht so toll, wenn die es nicht lesen könnten. Also das ist bei uns so, also auch schrittweise passiert über einen relativ langen Zeitraum. Die Lehrer haben uns dann halt auch immer in der Pause gesehen, weil, also wenn es um Pauseaufsicht oder Ähnliches geht, wie wir rumgewuselt sind und Zeug ausgetauscht haben und überprüft haben. Und dadurch, dass die sehen, da passiert was und die Schüler machen auch
im Namen der Schulleitung was. Unser stellvertretender Schulleiter hat einmal gesagt, wir wollen nicht, dass ihr gegen uns arbeitet, sondern mit uns. Das ist auch ein witziges Zitat. Dadurch ist es dann entstanden. Es wurde auch ein, zwei Mal in Gesamtlehrerkonferenzen natürlich erwähnt, dass die Leute bitte nicht runtergeschickt werden in der Pause, weil die machen was. Aber ein, zwei Lehrer sind da immer noch sehr kritisch, aber die meisten haben es eigentlich nach einer relativ kurzen Zeit gut akzeptiert. Erstmal vielen Dank für deinen Vortrag, war super spannend. Ich hätte oder mich würde interessieren, siehst du irgendwelche Entwicklungen kritisch, beziehungsweise findest du, dass halt irgendwelche technischen Entwicklungen nicht so kritisch gesehen werden, wie sie vielleicht sollten? Also auch so mit Technikfolgenabschätzung und was das halt nachher so bedeutet für die Schülerinnen oder die Lehrerinnen? Also bei uns war dieser EasyCast schon eine Sache, wo wir auch erst kritisch dagegen übereingestellt waren und wir haben darüber auch mit unserer Schulleitung geredet. Und haben uns dann jetzt auch entschieden, auf dieses Pro-Modell abzugraden, wegen der Sicherheitslücken. Und auch, ich bin kritisch eingestellt, wir waren jetzt auf der LearnTech, haben wir jetzt sau viel Augmented Reality und Virtual Reality gesehen. Das finde ich komplett ein Irrsinn, in Schule zu integrieren. Aber das ist bei uns relativ cool. Unsere Schulleitung fragt uns immer so, bevor irgendwas Großes gekauft wird oder so, habt ihr andere Ideen? Genau. Und wir sind auch mal welche, die dann, also wir haben ein Verhältnis mit der Schulleitung, wo wir auch mal sagen können, ey, das ist nicht so geil, was ihr da jetzt euch überlegt habt und das ist auch richtig cool. Um auch halt gleich mal die Nachteile, die du gerade erwähnt hast, anzusprechen. Unsere Schule weckte haben jetzt, dass wir hatten erst so ein, zwei von der Smartboard-Marke da, so Smartboards, dann wurden so alle mit so einer billigen China-Marke vollgestopft, die ganzen Whiteboards, also wir haben solche interaktiven Tafeln mit so Elektrozeugs und die haben dann haufenweise proprietäre Stellen, zum Beispiel proprietäre Akkus in den Stiften und dann ist der Hersteller natürlich pleite gegangen, wie es kommen sollte. Und jetzt haben sie das Problem, dass sie dann sogar so einen China-Agenten angeheuert haben, damit sie noch die letzten Akkus bekommen. Jetzt haben sie alle bekommen, es gibt keine mehr. Und jetzt müssen die Whiteboards, man dachte halt, man spart halt 5 Jahre früher, als sie eigentlich müssten, ausgemustert werden. Einfach weil, sobald die letzten Akkus kaputt gehen, kann man die in den Müll schmeißen, kann die nicht mehr benutzen. Ja, wir, also vielleicht ist das falsch rübergekommen. Wir haben bei uns nur in der Fachräume Whiteboards zum drauf rummalen, sonst haben wir in jedem Raum nur eine Leinwand und eine normale Tafel. Ja. Ganz kurze Frage, weil wir rennen schon aus der Zeit. Wie schaut es aus? Wie habt ihr das mit der Überzeugungsarbeit hinbekommen bezüglich offener Standards und Open Source? Oder seid ihr da auch total geknebelt und müsst proprietäres Zeug verwenden? Also wir sind relativ beeinflusst vom Landesmedienzentrum, weil wir da aus also proprietäre Lösungen wie diese Musterlösung vom Landesmedienzentrum benutzen müsse. Die haben da auch eine Linux-Version davon, aber das ist ein uraltes Ubuntu, das man einfach nicht benutzen möchte. Aber sonst schaue ich auch, wenn es um Monitoring geht bei uns an der Schule, sind wir jetzt gerade dran, so ein bisschen ein Konzept uns zu überlegen, dass wir da auch natürlich auf offene Standards wie jetzt Grafana und InfluxDB setzen. Aber sonst ist das relativ schwierig beeinflussbar, weil wir halt als Schule nicht einfach irgendwie Open-Source-Zeug kaufen können, sondern auch gewisse Vorgaben haben. Aber wir sind da auch am Kämpfe, dass mehr Open-Source-Zeug und Open-Source-Hardware auch eingesetzt wird. Hat sonst noch jemand Fragen? Dann würde ich sagen, vielen Dank für den Vortrag. Bitte schön. Wir haben, glaube alle was Spannendes wieder gehört und ich bitte um eine Runde Applaus für dich.